Heute in den Texcalibur News alles über das neue Guitar Hero Live, der Patch für Bloodborne, auf den alle warten und das weltweit allererste Spiel für Smartwatches. Ich bin Philippe und das hier sind die Texcalibur News. Ihr wolltet schon immer mal vor so richtig vielen Leuten auftreten und die Songs der ganz großen Bands performen? Nee? Na, dann wird der TV-Modus von Guitar Hero Live euch gefallen. In dem könnt ihr nämlich einfach nur zu den Musikvideos aller möglichen Songs spielen und eure Punktzahl online mit Freunden teilen und konkurrieren. Die Bibliothek wird regelmäßig aktualisiert, so dass man immer auch die neuesten Songs zur Verfügung hat. Das von Activision entwickelte Spiel hat aber natürlich auch den namensgebenden Live-Modus. Darin spielt ihr vor einer real gesplitteten Menge, die auch auf euren Skill reagieren. Spielt ihr also kacke, buhen sie euch aus. Seid ihr aber gut, wollen sie allesamt mit euch schlafen. Also fleißig üben und das virtuelle Volk überzeugen und pimpern. Bloodborne ist ja inzwischen schon seit dem 25. März draußen und gilt als aktuell eines der wohl besten Spiele 2015. Vermutlich auch deshalb hat es sich laut Angaben von Sony inzwischen bereits 1 Million Mal verkauft und die Zahl wächst unaufhörlich in die Höhe. Doch einige der Spieler erfahren Probleme, wenn es um die Connection zum Netzwerk geht. Der Online-Modus des Spiels ist ja auch ein wichtiger Faktor für die Spielstände, wenn man mal zu einem Freund gehen will oder Unterstützung benötigt. Im Patch 1.03, der Ende des Monats erscheinen soll, wird es unter anderem auch darum gehen. Auch die Ladezeiten des Spiels sind aktuell sehr lang, was der Patch hoffentlich fixen soll. Für alle von euch, die im Moment noch Netzwerkprobleme haben, gibt Sony auf seinem Blog eine Möglichkeit an, seinen NAT-Typ zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wenn ihr unsere Bewertung des Spiels und ein paar interessante Einblicke in das Game sehen wollt, schaut heute Abend um 19:00 doch unser Hands-on zu Bloodborne mal an. Der Mensch muss und will spielen. Immer. Überall. Das ist aller spätestens seit den Smartphones bekannt. Doch mit neuer Technologie kommen neue Varianten des Spielens. So kommt sehr bald das erste Game für Smartwatches heraus, die bisher ja lediglich Fitness- und Gesundheitsaspekte übernahmen und natürlich die Uhrzeit. Heroes of Time heißt das Spiel und soll kostenfrei auf die Apple Watch kommen. Mit Mikrotransaktionen wird es sich finanzieren. In Verbindung mit deinem iPhone lässt sich dann am Handgelenk der eigene kleine Held erstellen und ausrüsten. Ähnlich wie in anderen Spielen kann man ihn dann über den Tagesverlauf Aufgaben erledigen lassen, aber auch aktiv gegen Monster kämpfen, Rätsel lösen und einfach nur überleben. Im passiven Modus muss man nur auf die Gesundheit, Skill und Ausrüstung seines Charakters achten. Alle anderen Dinge erledigt er von selbst. Wir sind ja mal gespannt, wie sich die Smartwatch spieletechnisch noch so entwickeln wird und was da alles noch auf uns zukommt. Was hättet ihr denn gerne für ein Spiel auf der Smartwatch? Werdet mal kreativ. Spielt ihr Bloodborne oder wollt ihr erst heute Abend unsere Wertung im Hands-on abwarten? Und wie viele virtuelle Groupies habt ihr? Auf dem Telefon sowie im Browser gibt es oben das kleine i für alle, die sich für diese beiden Videos hier unten interessieren. Um uns zu abonnieren, könnt ihr einfach auf den Knopf hier in der Mitte klicken, dann bekommt ihr immer unsere neuesten Videos in die Abo-Box. Ich war Philippe und... Tschüss.